Ansprüche sinken. Ich will nicht mehr die ganze Zeit Gold, ich gönne den Gegner das schon. Entweder ich bin, ja, nicht mehr von mir überzeugt, dass ich überall Gold holen könnte, oder ich bin in Weihnachtsstimmung, dass ich denen das quasi schenken möchte. Naja, jetzt kommt die, wie gesagt, relativ harmlose Eiskunstlauf-Rivalenbegegnung. Gegen Ruhe, oder wie auch immer man sie ausspricht. Ich habe da gerade absolut keine Ahnung. Naja. Hauptsache, sie ist harmlos. Wir könnten uns ansehen, wie sie übers Eis, ja, schlittert. Aber ich würde behaupten, das skippen wir einfach mal. Weil wir im Grunde genommen nichts anderes sehen, als das, was wir selber gleich nochmal machen werden. Und dementsprechend überspringen wir das gleich mal. Punkte sind zu überbieten. Und ich behaupte, das ist sehr gut machbar. Wir müssen einfach nur wieder immer einfach ein bisschen pünktlich treffen. Ich war gerade schon begeistert, zweimal perfekt in Folge. Und einfach mal manchmal so einfach ein bisschen schütteln, dann gibt es auch noch Punkte. Ich meine, wir haben jetzt schon über 30 Punkte. Ich behaupte, das ist ja gut machbar. So. Und ich würde sagen, wir haben sie geschlagen. Theoretisch könnten wir uns jetzt schon zurücklehnen. Theoretisch. Praktisch. Auf keinen Fall. Weil wir jetzt einfach mal wieder angeben wollen mit einer viel zu hohen Punktzahl, weil es wenigstens etwas ist, was wir können. Zumindest halbwegs können. Ja, Musik nachzuurteilen, nähern wir uns langsam dem Ende. So. Und das müsste die letzte Drehung sein, mal wieder. Und ich würde sagen, das war jetzt relativ gut gemacht. 120 Punkte. 120,3 besser als beim letzten Mal, beim richtigen olympischen Disziplinlaufen. Und ich würde sagen, dass wir keine Pause machen. Ich habe gerade erst eine vor 20 Minuten gemacht. Vor relativ exakt 20 Minuten sogar eben in dem Moment. Das ist ja schön, wenn man nebenbei einen Urlaub hat, wie lange man schon aufnimmt. Ist immer wieder erstaunlich. 20 Minuten aufgenommen und fast ein Gigabyte Videodatei allein schon. Und dazu noch die Audiodateien von der Stimme, die ich hier getrennt aufnehme. Naja. Ja, wir haben nicht mehr viele Tage. Und dementsprechend ist der Punktestand natürlich umso spannender. Wir sind bei den olympischen Disziplinen mit zweimal Gold und zweimal Silber im Moment. Erster Platz. Bosa nur noch Platz 3. Er lässt nach. Bei den Traumdisziplinen ist Bosa allerdings weiterhin direkt hinter uns. Fast schon viel zu nah hinter uns. Und in der Gesamtwertung ist Bosa nur noch Platz 3. Aber knapp hinter Platz 2. Ich glaube, Bosa kann das noch schaffen. Ich rede jetzt übrigens die ganze Zeit darüber, wie spannend es für Bosa ist, weil, ja, spannend bei unserem Punktestand für uns ist es nicht mehr, ob wir gewinnen. Ja. Ich glaube, wir können gar nicht mehr verlieren. Okay, wir haben jetzt einmal alles durch. Wir haben Training für Buckelpiste, Snowboard-Kurs als olympische Disziplin und Short-Track als Traumvision. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal der Reihe nach, von links nach rechts durch und freuen uns über die Buckelpiste. Eine weitere Skidisziplin, welche man allerdings
auch wieder eher mit dem ja, Snowboard verbinden kann. Von der Punktzahlvergabe her, weil es darum geht, zum einen möglichst schnell zu sein, zum anderen möglichst präzise und toll zu springen. Also wieder so ein Snowboard-Element drin. Wir sollen jetzt 6 oder mehr Wendepunkte sammeln. Es handelt sich bei den Wendepunkten um etwas, was ihr vielleicht seht, diesen grünen Teil. Ja, es gibt insgesamt, wenn ich mich nicht irre, 20 oder 22. Weiß ich nicht mehr. Ich hatte mal alle zusammen. Man kann auch übrigens einfach geradeaus rüberfahren. Nur so als Hinweis, falls ihr manche Probleme haben, bei den Timing hin und her zu wackeln, so wie ich. Man kann auch einfach geradeaus durch. Naja, es ist ein Training und wir haben meilenweit Punkte Vorsprung da. Kommt es jetzt auch nicht mehr auf Perfektion an. Die Medaille wäre mir wichtiger, aber Training noch nicht. Der eine Punkt reicht mir voll und ganz. So. Ja, jetzt erleben wir eine Runde Snowboard Cross. So. Perfekte Synchronisation hier. 1 zu 1 mit dem Sprecher gleichzeitig gelabert. Das heißt, an dieser Stelle könnt ihr später erkennen, wie unsauber ich geschnitten habe und wie stark mein Audiokommentar vom Bild verzögert erscheint für euch. Weil, ja, das Audiokommentar vom Spiel müsste an sich passen, weil ich es natürlich gleichzeitig mit dem Bild vom Spiel vom selben Programm aufnehmen lasse. Denn das ist so ein Projekt, wo ich extrem viel auch über meine Aufnahmemethoden nebenbei laber. Das ist erstaunlich viel. Und ja, Snowboard Cross. Ich hab Bosa gehört. So. Wir sind solide auf Platz 1 noch. Ich höre sie zwar noch im Nacken irgendwo, aber ich glaube, es ist machbar, denen auszuweichen. Also ist übrigens wirklich sehr interessant, ja, wie Spiele mit Grabber zu spielen. Weil man im Grunde genommen A, zu langsam ist, wie man eben gesehen hat, und B, mit Kopfhörern das Ganze hört, ist schon mal was anderes. Weil man normalerweise natürlich eher wenig Konsolenspiele mit Kopfhörern beim Spielen hört, weil man in der Regel natürlich keine Kopfhörer irgendwie in die reinbekommt. Glaube ich zumindest. Sagt mir, falls es doch irgendwie gehen sollte. Auch wenn ich wahrscheinlich dabei bleibe, das Ganze über Lautsprecher zu spielen, normalerweise. Und ich bin erstaunlich langsam. Man muss ja sagen, dieser Zeitvergleich nicht wundern, dass ich, ja, zu langsam bin und trotzdem Platz 1 bin. Platz 1 bezieht sich nur auf das aktuelle Rennen. Und die Zeit auf die anderen, die auch schon gelaufen sind, ja. Und im Endeffekt. Oder? War der Minus oder Plus die ganze Zeit? Ich weiß es echt gerade nicht. Ich habe nicht drauf geachtet. Ich habe echt nicht drauf geachtet. Ich dachte, ich wäre so viele Sekunden zu langsam, aber wenn ich so viel zu schnell war, dann ist die ganze Welt natürlich schon ein Stückchen besser. Ja, so ein Stückchen. Und jetzt kommt Short Track. Immerhin die Traumversion. Die ist halbwegs angenehm. Und wir haben hier nämlich eher einen Hindernisparcours, anstatt nur einen Kreis in der Egg Factory aus der Sonic-Reihe. Wer hätte das gedacht? Also, dass Dr. Eggman aus der Sonic-Reihe kommt, ist ja sowas von unbekannt. Ich dachte immer, Bowsers Festung gehört in die Sonic-Reihe, aber egal. Ja, es ist ein Staffellauf, kann man sagen. Ich weiß gerade nicht mehr, wen ich im Team habe. Es ist mir im Grunde genommen auch egal. Jeder läuft eine Runde. Wir laufen insgesamt 4 Runden, logischerweise. Und das Ganze natürlich möglichst schnell. Auf diesen grünen Flächen, das sind quasi unsere Geraden, auf denen wir beschleunigen können.
Und nebenbei gibt es immer wieder solche kleinen Hindernispassagen, wie man eben gesehen hat, wo auch Ausweichen extra steht, falls man das nicht bemerkt. So, hier haben wir eine Rampe. Wenn man passend abspringt, dann überspringt man die Steigung komplett. Metal Sonic ist auch ganz netter Charakter. Ein Geschwindigkeitscharakter, kann nicht schaden. Jetzt laufen wir unten rum. Eben mal nur auf dem anderen Weg. Also es gibt jede Runde alternative Routen quasi. Jede Runde muss man woanders sein. Ich meine, schaut euch mal die Geschwindigkeit gerade an. Stellt euch vor, ihr würdet so schnell laufen. Ja, wenn man nicht ganz pünktlich ist, dann hat man natürlich den Nachteil. So. Die Kisten ignorieren wir mal komplett. Yoshis roten Panzer braucht man auch nicht mehr angucken. So. Und ich komme natürlich grandios vorbei an dem. Ah ja, der Sprungschanze Tails. Komm schon, Tails. Ich glaube an dich. Jetzt wieder unten rum einmal. Wir schießen uns ja fast mit unserer eigenen Roten ab. Interessante Methode auf jeden Fall. Und es sieht nach einem guten. Ich wollte gerade sagen, nach einem guten Vorsprung aus. Aber ich glaube nicht, dass man das als Vorsprung bezeichnen kann. So, das kann uns vielleicht gerade alles retten und den Sieg sichern. Und damit haben wir unsere dritte Goldmedaille in Traumdisziplin, wenn ich mich nicht irre. Und ein sehr schönes Standbild hatte ich zumindest gerade, aber das lag, glaube ich, tatsächlich sogar am Spiel, dass er immer eins ist und ausnahmsweise mal nicht eine sonstigen Aufnahmetechnik. Ja, wir haben einen kleinen Vorsprung gehabt am Ende. Bowser nur auf Platz 3, also wirklich. Er lässt stark nach hier. Naja. Wir freuen uns auf jeden Fall über Gold. Wobei es heißt ja nicht mal Goldmedaille, sondern es ist die erste Medaille bei den Traumdisziplinen. Weil Gold, Silber, Bronze gibt es nur bei den olympischen Disziplinen. Vielleicht um Verwechslung zu vermeiden. Oder ähnliches. Vielleicht wurde darauf bestanden, irgendwie, dass sie nicht gemischt werden oder sowas. Naja. Wir haben ein Training in der Halfpipe. Wir haben Eiskunstlauf in der langen Runde. Hier steht Freis, also die ganz normale Runde. Und Skicross erwartet uns. Wir beginnen wie immer mit dem Training. Und Halfpipe ist, auf gut Deutsch gesagt, meine absolute Hassdisziplin. Keine andere Disziplin kann ich so schlecht wie Halfpipe, behaupte ich ganz dreist. So, was ist Halfpipe? Halfpipe ist vielleicht einigen bekannt aus dem Bereich des Skateboarden. Und nichts anderes machen wir hier quasi, nur dass wir ein bisschen abwärts die ganze Zeit noch dabei. Ja. Fahren wollte ich schon sagen. Vermeidet fahren. Rutschen. Was auch immer. Naja, Hauptsache ganz viel Distanz. So, und hoch. Im Grunde genommen ist hier nicht viel Abwechslung zu sehen. Und witzigerweise, wenn man langsamer ist und irgendwie Unfall baut, profitiert man davon in der Regel. Weil man gleichzeitig natürlich nicht mehr so schnell nach unten rutscht, Richtung Ende. Man hat also keine Zeitbeschränkung. Naja. Ich habe bis heute auch nicht den Sinn dieser Sportart verstanden. Und schöne Landung. Auch wenn ich sie nicht gemacht habe, sie ist schön. Das war unser Trainingslauf. Und wie viele Punkte bekommen wir? Immerhin 2. Das ist mehr als bei manchen anderen Trainingsrunden, wo wir nur einen bekommen haben, weil wir so schön schlecht sind heute.